Oder Patient, Zuweisung Kreiskrankenhaus Heppenheim, Armband, perfekt. Das Ziel war heute mal, das SOKRO-Projekt, was ja in Frankfurt entstanden ist, mal in den ländlichen Raum zu tragen, auch mal vernetzen über Ländergrenzen hinweg, also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen und auch eben unsere Klinikstrukturen, die wir halt hier vorfinden, entsprechend auch über das SOKRO-IVENA-Projekt miteinander ja zu verbinden. Also alarmiert wurde von der Zentralleitstelle Bergstraße mit dem Stichwort Teileinsturz in der Südhessenhalle. Näheres wussten wir nicht auf der Anfahrt. Es wurde nach dem entsprechenden Alarmstichwort alarmiert. Die beiden Feuerwehren hier aus Reisen und Birkenau Mitte entsprechend in Zugsteige alarmiert. Und nach meinem Eintreffen habe ich festgestellt, dass wir hier eine größere Anzahl von Verletzten haben. Und dann wurde die ganze Welle für die Verletztenversorgung in Bewegung gesetzt. Wir sind hier in Birkenau-Reisen in der Südhessenhalle, eine kleine Gemeinde im vorderen Odenwald, also durchaus ländlich geprägt. Die nächste Rettungswache ist 5 Minuten Fahrzeit entfernt, die übernächste dann im Prinzip schon wieder 10 Minuten, der nächste Notarztstandort ungefähr eine Viertelstunde, der nächste Rettungswagen auch. Wir haben hier vor Ort ein recht gutes First-Responder-System, was uns bei dieser Übung jetzt auch gerade die Chaosphase ein bisschen puffern konnte, indem halt Patienten versorgt und betreut worden sind. Wir haben verschiedene Einsatzabschnitte gebildet, einmal hier in der Halle durch meinen Stellvertreter, der das übernommen hat mit dem ärztlichen Leiter und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Wir haben unten einen Abschnitt gebildet für die Fahrzeuge, für den Parkplatz und den Raum und dann im Anschluss den Rettungsdienst unterstützt mit einem dritten Abschnitt, auch mit Kräften von uns, als darum ging, die Patienten zu übernehmen und den Kliniken zuzuführen. Das Projekt selber beschäftigt sich damit, ob es möglich ist, zum Beispiel die Papierversion der Triagekarten durch Elektronik zu ersetzen und vor allen Dingen da nicht nur zu ersetzen, sondern tatsächlich die Daten gebündelt, so schnell als möglich für alle Verantwortlichen in einer Rettungskette zur Verfügung zu stellen. Wir sind in 3 Monaten fertig. Wir haben, also endet dieses Projekt, wir haben in den letzten Wochen einen sogenannten Feldversuch in Frankfurt gestartet. Das heißt also nicht nur die beiden Großversuche, die vielleicht bekannt sind, die spielten sich halt an einem Tag ab, sondern es sind 9 Geräte täglich im Einsatz rund um die Uhr. Dabei wurden auch noch doch einiges an Fehlern entdeckt im Programm als solches, die halt behoben werden. Das geht nur so. Sodass wir eigentlich sagen können, in 1-2 Monaten, wenn dieses Projekt tatsächlich endet, auch von der Zeit her, dass man sagen kann, dass dieses Projekt, also das Programm selber zu 99,9% einwandfrei funktioniert. Was recht gut gelaufen ist, das waren nicht nur die Eintreffzeiten, sondern auch die Triage, die Vorsichtungszeiten und dann auch die Abtransportzeiten. Das heißt, das klassische Ziel, den roten Patienten so schnell wie möglich aus dem Geschehen abzufischen, das hat an sich sehr, sehr gut funktioniert. Und die sind dann ja auch real in die Kliniken transportiert worden, wo jetzt im Prinzip noch das ganze Prozedere weiterläuft. Heppenheim, bitte nochmal das Kennzeichen. Wir haben das demonstrieren können, was wir wollten, nämlich man ist schneller, in jedem Fall, und man kann allen Beteiligten die Informationen gleichzeitig zur Verfügung stellen.